Sie waren am Wochenende im Gottesdienst. Und was wollen Sie? Ob die Witze vom Pfarrer genauso aufgelegt werden wie die Predigten? Nein, bisher nicht. Aber wir werden diese Anregung weitergeben. Dankeschön, auf Wiederhören. Stell dir mal vor, da wollte jetzt jemand die Witze vom Pfarrer vom letzten Wochenende mitnehmen. Ausgedruckt. Na, das gibt's doch nicht. Der war doch überhaupt nicht lustig. Ja, ich muss zugeben, ich lache meistens auch nur aus Höflichkeit. Guten Morgen. Guten Morgen, Manuel. Grüß dich, Manuel. War der Pfarrer heute schon drin? Nein, hab ich noch nicht gesehen. Weil ich hab da eine Mail gekriegt, da weiß ich jetzt gar nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Und zwar hat da die Jury vom Guinness Buch der Rekorde geschrieben. Aha, und um was geht's da? Ach, weißt du was, die melden sich bestimmt wegen dem kürzesten Tischgebet der Welt. Was für ein Tischgebet? Ja, das Tischgebet, das der Pfarrer immer spricht, wenn wir unterwegs sind. In Gottes Namen essen wir es zusammen. Nein, nicht wegen dem Tischgebet schreiben sie, die schreiben was, welcher sein Kalender, den sie haben wollen. Ja, genau, wegen seinem Kalender, das stimmt. Der ist wirklich was fürs Guinness Buch der Rekorde. Also ich würde ja da durchdrehen. Die Termine von 5 Jahren in einem Kalender. Die Termine von 5 Jahren? Ja, die Termine von 2012 bis 2017 im Terminkalender von 2011. Ja, da kann es dann schon mal vorkommen, dass der Dienstag, der 12.8. von 2012 im Jahr 2013 dann der Mittwoch ist. Und da ist es dann kein Wunder, dass der Wochentag und das Datum nicht übereinstimmen. Doch klar. Da habt ihr recht, aber eigentlich ist das auch ganz praktisch, weil entweder du kommst am richtigen Wochentag oder du kommst am richtigen Datum. Bist praktisch nie verkehrt. Ja, da fragst du mal die Mütter von den Erstkommunionkindern. Guten Morgen, grüß euch. Morgen. Du, der Postbote, den habe ich gerade draußen getroffen, der hat mich gefragt, ob ich das Backerl mit einer nehmen kann. Was hat denn der Pfarrer da schon wieder bestellt? Ich weiß auch nicht. Schau doch mal auf den Absender. Ah, vom Schilder, Maxi. Also von dem bestelle ich ja schon besonders gern. Ja, aber von was denn schon wieder? Zeig mal, was steht denn drauf? Steht zum Ende vom Fahrer? Nein, dann mach's auf, komm, komm, mach's auf. Autobahnkirche St. Michael, nein! Ja, das ist doch was! Das gibt's doch nicht! Du weißt doch, er lebt nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hallo! Grüß dich! Ich war gerade bei einem Termin im Rathaus und der Bürgermeister lässt anfragen, ob er die Stadtkarte vom Pfarrer sein Radl haben kann. Weil die hat anscheinend Seltenheitswert. Also er braucht es fürs Museum. Aha, warum das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, der Bürgermeister dazu gemeint. Im Zeitalter von den Navis hat das wohl Seltenheitswert. Aber eine andere Frage, warum braucht er die eigentlich? Findet er sonst nicht heim? Ich meine, notfalls kann er sich ja an die beiden großen Kirchentürme orientieren. Aber weißt du, wie das ist? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, also ich muss jetzt einmal aufrufen, weil du weißt schon wegen der Leiche am Montag. Aber nicht jetzt, weil jetzt haben wir gerade die Stühle oben rum gehört. Ach ja. Weißt schon, dann heißt es, jetzt macht er sein Powernapping. Ja, hast recht. Powernapping? Was ist denn das? Ja, sein Nickerchen holt, sein Mittagsschlaf, den braucht er halt in seinem Alter, aber Powernapping hört sich halt moderner an. Ach, jetzt kommt's mir erst. Mensch, am Montag, da ist doch ein Pfarrer sein freier Tag, da brauche ich doch gar nicht anrufen. Ja, da muss ich ihn Pascal fragen. Mensch, du hast immer so gute Ideen. Gut, dass dir das jetzt nur eingefallen ist. Ja, gut, dass du das sagst. Weil der Pfarrer, der sagt ja immer bloß, oder der heißt ja immer bloß, nicht geschimpft ist gelobt nur. Aber jetzt würde ich gleich kommen. Warum? Habt ihr einen Termin? Nein, aber in 15 Minuten geht Schule an. Und du weißt schon, kurz vorher fällt dir immer noch mal was ein. Ja, das passt aber dann schon, weil mir geht schon noch was ab, wenn er mal am Tag nicht vorbeikommt. Ja, hast schon recht. Wir haben schon einen rechten Michelten-Chef. Und Sam lasst sich ja auch was für uns. Naja, Sam schon, aber ob er es dann auch tut? Naja, jetzt überlegt sie mal.
mit den Heiligen Drei Kini haben wir auch ewig lang hingeredet, bis er mitgegangen ist und letztendlich hat er sich auch verkleidet und ist mitgegangen. Und gefallen hat es ihm, glaube ich, auch. Ja, eben Spaß kann man schon haben mit ihm. Weißt du schon, er ist ein geselliger Mensch. Wenn ich da an den Pfarrfasching denke oder ans Pfarrgemeinde das Wochenende, da ist er schon sehr menschlich. Ja, und großzügig ist er auch. Ja, und er hat ja auch immer ein offenes Ohr für alle. Und er ist sogar sehr kollegial, vor allem auch gegenüber Praktikanten. Ja, und nachtragend ist er auch ein bisschen. Ja, genau. Und das hoffentlich auch noch nach dem Film. Ja, also ich pack's jetzt dann. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss in Bayern. Weißt du überhaupt, was Tschüss heißt? Ja, das hat doch der Pfarrer eben erklärt. Tschüss kommt aus dem Spanischen, adios, und heißt Geh mit Gott. Das weißt doch eh schon die ganze Pfarrei. Ganz, ganz genau. Also dann. Tschüss. Tschüss.